Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem Show. Schön seid ihr wieder da. Heute ist ein wunderschöner Tag, wie im Märchen? Nein, nicht ganz. Wir lassen Märchen und wir erzählen euch über seriöse Dinge. Wir haben einen großen Plan für unsere Stadt und genauer gesagt, es geht um unser Quartier und unseren Kreis, Kreis 8. Und wir sind sehr erfreut, euch heute ein paar Vorschläge zu unserem Projekt vorschlagen. Sorry, wir machen nur jetzt eine Probe. Genau. Und zwar das Allergrößeste, was die meisten finden, es wird über den Zürichsee eine Seilbahn, wo vom Zürichhorn zu Mitterke rüberfährt. Es wird eine große Attraktion für klein und groß, für unsere Mitbewohner und für alle, die unsere Stadt besuchen, von unserem Land und vom Ausland natürlich, international. Es wird circa 6 Monate dauern. Wir planen die Eröffnung im Juli 2022. Bis dann haben wir noch einiges vor, und zwar jede Siedlung, jeder Block und Wohnhaus soll über eine kleine Anlage verfügen, Spielplatz. Dort sollen verschiedenste Spiele, Rutschbahn, Balançoire und vor allem ganz viele frische Blumen nach Saison. Also wir haben für jede Wohnsiedlung einen Gärtner, einen professionellen Gärtner, einen ausgebildeten Gärtner und einen Architekt, der lange Erfahrung hat. Und wir werden alle Gärten neu gestalten. Es muss ein bisschen modernisieren, alle diese Plätze, wo wir viel Unkraut und ungepflegte Gärten finden, wo nicht wirklich attraktiv und einladend sind, für wenn wir nach Hause kommen von der Arbeit, von der Schule. Es muss jedem Spaß machen, dass er unterwegs nach Hause sich irgendwo auf einer Bank setzen kann und vielleicht mal telefoniert mit einem Kollegen Feierabend. Und natürlich viel mehr Cafés und kleine Restaurants, Imbiss. Das ist unsere Stadt gebaut werden sollte. Wir haben auch mit Schulen Kontakt aufgenommen und die Vorschläge uns angehört. Auf dem Pausenplatz werden die Kinder auch unterhalten mit verschiedensten Spielzeugen, Spiele, ein bisschen kreativer, Bällen. Für die Jungs darf man auch im Sommer Wasserpistole sein. Es ist auch eine Erfrischung. Es gibt natürlich ab und zu mal auch eine Kleinigkeit, eine Süßigkeit, ein Glas im Sommer. Und im Winter draußen auf dem Hof dürfen alle Kinder sich freuen über einen heißen Tee, Nüsse, feine Früchte, verschiedensten Früchten für jeden Geschmack. Wir werden auch unsere Turnhallen in jede Schule modernisieren.
Wir sind offen für neue Vorschläge von unseren kleinen Schülern und Schülerinnen. Es muss ein neuer Wind in unser Quartier wehen. Was uns sehr, sehr gut gefallen würde, ist eine Eislaufbahn für die, die Schlittschuh laufen im Winter. Wir werden auch mehr Fußballplätze aufbauen. Wir werden euch gerade präsentieren ein Modell. Es entspricht den Standard von heute mit 100 Quadratmeter. Die Länge ist 80 Meter und die Breite 45 Meter. Wir werden jedes zweite Wochenende eine kleine Party veranstalten, wo wir mit Ballons und Konfetti und Musik, Mineral und ohne Alkohol, selbstverständlich. Wir werden natürlich überall in unserem Quartier Infrastruktur noch aufbauen. Und zwar, es ist notwendig, dass wir immer mehr und immer mehr diese Abfallkübel installieren, denn es darf kein Schmutz am Boden gelanden. Und unsere Wege sollten noch mehr beleuchtet sein, denn es ist wichtig, wenn ein Kind nach Hause kommt, vor allem im Winter, wo schon um 7 Uhr schon dunkel ist, kommt vielleicht vom Hobby, vom Gitarrespielen oder vom Fußball oder weiß ich was. Es muss besser beleuchtet werden, alle unsere Straßen. Ja, ich höre gerade im Hintergrund, jemand erinnert mich noch daran, dass wir im Sommer, wie auch im Winter, wir werden Ferien organisieren in den Bergen. Im Winter wir fahren Ski, im Sommer gehen wir Wellness, schwimmen. Und wir benötigen natürlich immer mehr Ständer für Velos, weil jedes Kind liebt, mit dem Velo in die Schule zu fahren. Es wurde sehr bestritten, der Weg zu der Schule mit einem Velo zu fahren. Aber wir haben uns entschieden, dass wir jedem Kind die Möglichkeit geben, dass er in die Schule mit dem Trottinett, sogar mit elektrischem Trottinett, es ist erlaubt. Außer nur die nicht über große Straße wie große. Wir werden euch zeigen exakt eine Stange, an dem wir unsere Fahrzeuge befestigen. Es ist sehr praktisch. Mit einem kleinen Griff kann man das schön zumachen und sichern.
Genau. Es ist eine neue Technik. Es ist entworfen und entwickelt von unseren Helden. Genau. Von sonst, von wem denn? Wir möchten auch unsere Kinder, die kleineren und auch die größeren, überraschen. An Weihnachten soll eine riesige Tanne gebaut, aufgestellt werden und voll mit Geschenken. Jedes Kind bekommt ein Geschenk. Auch wenn er nicht so lieb war, auch wenn er nicht alle Hausaufgaben gemacht hat, man darf auch ein Auge zudrücken, denn wir waren auch einmal Kinder und wir sind auch fehlerfrei. Wir werden noch unseren Kindern beibringen, wie sie respektvoll mit den Eltern umgehen, wie sie sich schützen von den unberechenbaren Dingen, was Alltag ist, leider. Hier haben wir ein schönes Haus. Es ist eine spezielle Architektur von einem Amerikaner von New York. Es ist bekleidet im Holz. Es ist Minergie. Wir haben Solaranlagen. Und gerne können wir reinkommen und das hier noch in allen Details. Genau. Und zwar haben wir uns für Rot entschieden. Es ist ein Kindergarten, es darf fröhlich aussehen, farbenfroh für jedes Kind. Auch die Fenster sind kindergesichert. Es ist 90% es ist aus Holz gebaut. Wir haben große Fenster für sehr helle Räume. Wir haben hier vorne einen Spielplatz mit Sand gebaut und jedenfalls mit Wasser zum verschiedenen Spielen machen. Jawohl. Nicht vergessen, in unserem Kindergarten werden auch noch viele Gegenstände vergessen von den kleinen Kindern. Aber es ist bis jetzt noch nie vorgekommen, dass ein Kind, ein Spielzeug einfach verschwunden ist. Also von dem her, wir müssen uns keine Sorge machen, denn es ist ein sicheres Quartier und wir haben gute Nachbarn. Noch einmal, hier hinten haben wir in der Höhe nochmal einen Brunnen aufgestellt, damit das Wasser kann fließen bis unten. Es funktioniert in jeder Jahreszeit, Frühling, Sommer, Herbst und Winter.
noch einen Grund, dass sowohl Kinder auch Eltern sich sehr darüber freuen, ist die Tatsache, dass wir nach der Schule organisieren, dass die Kinder deren Eltern noch nicht so früh nach Hause, nicht früh nach Hause kommen von der Arbeit, dass sie alle zusammen spielen. Wir haben eine riesige Fläche Rasen. Wir spielen offen und hören auf jeden Vorschlag. Natürlich sind wir offen für verschiedenste Spiele. Natürlich gibt es auch gesunde Verpflegung. Wir organisieren für unsere Wintersaison ein verlängertes Wochenende. Am Freitagnachmittag wird schulfrei sein für alle Kinder und die, die interessiert sind, sie können schon am Anfang der Woche eintragen für ein verlängertes Wochenende. Wir gehen zusammen Skifahren, Schlitten fahren. Die Kinder dürfen natürlich auch von den Eltern begleitet werden. Wir haben uns entschieden für ein ganz tolles kinderfreundliches Hotel in St. Moritz, wo üblicherweise der See gefriert und man kann natürlich dort auch Schlittschuh laufen. Schwimmen gehen, es hat Schwimmbad. Und jedes Mal, wenn wir Ferien bekommen, organisieren wir ein ganz fantastisches Feuerwerk. Es muss ein Zeichen und dass wir jetzt wieder freie Zeit genießen dürfen nach
eine so intensive Zeit in der Schule oder Kindergarten. Ja, ich höre noch andere Vorschläge im Hintergrund. Wir haben uns lange vorbereitet für diese Präsentation. Aber kommen immer wieder Ideen und das ist auch gut so, denn jeder darf wünschen. Wir sind sehr modern und wir möchten euch noch den größten Rutschbahnen von unserem Quartier präsentieren. Die Kinder halten zusammen die Hände und rutschen voller Freude oben. Aber die Direktorin ist leider nicht mehr die Jüngste, auch nicht die Allerfitteste, aber man gibt sich natürlich Mühe. Ich spreche aus meiner eigenen Erfahrung, wie wir ich wurde aufmerksam gemacht von einigen Eltern, dass ich etwas gesagt habe, wo eigentlich leider nicht korrekt ist. Und zwar E-Scooter werden leider nicht erlaubt. Jedes Kindlein sollte einen Helmschutz tragen. Nein, einen Schutzhelm tragen. Wissen Sie, mein Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt ist langsam schon die Sonne runtergegangen. Wir werden noch jetzt grillieren. Also da sehen Sie gerade die Rucksäcke von den ganz kleinen, mittlere Gruppe und die kleinere Gruppe. Kleine Füßchen, kleine Schuhe. Wir freuen uns sehr, dass so viele Elternteile heute dabei waren. Und jetzt können wir den Abend genießen mit Grillen, mit Prosecco, auch für die Kleinen natürlich Traubensaft mit Rimus stößt Ali I. Meine lieben Damen und Herren, herzliche kleine Kinder, wir verabschieden uns heute bei Ihnen. Und noch ein Mitglied von Ihnen oder von uns. Er hat sich, glaube ich, versteckt, wollte uns noch etwas präsentieren. Und zwar, es funktioniert immer besser mit dem Brunnen, mit dem Fluss. Und noch etwas von der Landschaft genießen. Schöne Bilder, viele schöne Bäume. Sonnenschutz.
wünschen von Herzen einen wunderschönen Abend und wir sehen uns nächsten Samstag. Wir wünschen euch ganz schöne Ferien. Kommen Sie gesund wieder nach Hause. Nicht vergessen, Maskenpflicht, Hände desinfizieren. Und diese schwierige Zeit werden wir auch natürlich gut durchstehen. Und hoffentlich schon bald haben wir wieder unsere Freiheit. So, meine Lieben, das war's für heute. Es war ein Vergnügen mit euch diesen tollen sonnigen Nachmittag zu verbringen und euch diese Informationen zu geben. Sehr gerne erwarten wir noch Vorschläge von euch, liebe Eltern. Reden Sie auch mit euren Kids darüber, was wir noch in unserem Quartier verschenken möchten, dass jeder sich wohlfühlt. Und sobald Wünsche geäußert sind, werden wir daran arbeiten, dass wir sie verwirklichen können. Für die unsere Mitbewohner von Kreis Pack. Da kann man natürlich auch Hände hier waschen oder sogar Füße waschen, wenn es nicht Trinkwasser. Wir sind sehr privilegiert, dass wir autofrei sind. 80% von unserem Quartier ist autofrei. Was nicht in jedem Quartier passiert. Mitnehmen und wir möchten auch reinigen unsere Flüsse, damit wir eine wunderschöne Natur auch bewahren können. Es ist eine große Attraktion. Hier sind unzählige Kinder den ganzen Tag wo spielen und herumtoben. Und das freut uns natürlich sehr. Dann, liebe Eltern, liebe Kinder, wir wünschen euch einen wunderschönen Abend und ganz tolle Ferien. Genießen Sie es. Wir hatten eine intensive Schulzeit und wir begrüßen Sie herzlich in 6 Wochen. Ade miteinander, kommen Sie gut nach Hause. Herzlichen Dank für die große Präsenz heute bei uns.